Und alle ausgerüstet. Und der Scout. Nein, dich habe ich noch gar nicht ausgerüstet. Die Scouts haben diesmal keine Scanner, ist mir aufgefallen. Die Souls haben sie das weggenommen. Aber dafür kriegen die jetzt mal Flashbangs. Ja, ist okay. Habt ihr jetzt wirklich alle Ausrüstung? Wenn ich den einen übersehen habe, dann habe ich vielleicht noch andere übersehen. Nö. Scheint okay zu sein. Ja, die Souls haben jeweils die Motion Tracker. Ein Sniper hat die Kestrel-Rüstung zum Hochklettern, der andere nicht. Müssen wir gucken, wie so das aufgebaut ist. Aber das wird schon. Das wird schon. Launch Mission. Gehen jetzt dahin, entschärfen die Bomben, richtig. Ja, das ist noch nicht übernommen. Hab auch schon echt viel Glück, ja. Wobei in den Kommentaren jetzt ja schon mehrfach erwähnt wurde, die Aliens scheinen sich wirklich auf einen Kontinent zu konzentrieren und versuchen da erstmal alles abzuschließen. Ich habe aber den Vorteil, dass ich immer genug Leute über habe, um dann gegen anzustänkern. Das könnte auch was mit Frankreich zu tun haben, also mit der Frequenz, in der Missionen kommen. Das ist, warte, die Requests waren schneller bei Frankreich. Das sollte mit den Missionen eigentlich nichts zu tun haben. Hm. Zeig mal her, ob das mit den zwei Snipern eine gute Idee war oder nicht. Weil Stadt ist eigentlich immer so eine Sache. Tankstelle ist gut, da kann man sich oben raufhangeln. Wir haben nicht viel Zeit auf diesem Punkt. The aliens are in the process of powering up an explosive device somewhere nearby. We have to locate that bomb and disarm it before it's ernsthaft? Too late. Guck dir das mal an. Hier ist eine Wand, da ist eine Wand, da ist eine Wand. Objectives updated. Ja, kann man so machen. Okay. X-rays gesichtet. Den mach ich erstmal nicht weiter. Wo ist der zweite? Guck mal, auf der rechten Seite auch welche davon sind. Ja, da ist auch ein Trupp. Auf der anderen Seite der Wand. Aber es heißt, ich kann hier reingehen. Nicht ohne Probleme, nee. Aber ich kann dahin gehen ohne Probleme. Aber wenn ich reingehe, habe ich das Problem, dass ein Trupp halt schon aufgedeckt wurde und die könnten dann um die Ecke kommen. So, Sniper. Ja. Stelle ich mal da hin und hoffe das Beste, dass die Leute sich richtig hinstellen. Oder die Aliens. Und im Notfall springe ich halt die Wände weg. Aber das sollte jetzt echt kein Problem sein. Also bei der Karte mit der Zeit. Weil die sind überall hier verstreut und die Karte ist extrem gering. So, du. Siehst du ihn da hinten nicht? Okay. Ziehen wir uns erstmal zurück, sorgen dafür dann, dass die Sektoiden aufrücken müssen. Denn idealerweise in Overwatch reinlaufen und in die Schussbahn von denen. Zwei Snipern, wenn ich die Wand da wegspringe. Ja, ruhig, ruhig bis da. Okay. Gut, 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 gut. Motoren ist irgendwo. Bevor ich es vergesse und den hier bewege, du bitte das einmal antatschen. Lights out on that power node. Du wirst nichts sehen, aber. Ja. Soul Nummer 1, Soul Nummer 2 wäre hier. Geh mal. Dahin und schau.
ist rot. Ja, bloß nichts aufdecken. Einer von denen wird schon rauskommen nächste Runde. Den kriegt der. Ja, also ein ganzer Trupp wird auf jeden Fall rauskommen. Davon kriegen wir vielleicht ein oder zwei down durch Overwatch. Und ein weiterer Trupp wird nachrücken. Und auch noch aufgedeckt werden. Ja, draußen sind auch welche. Okay. Aber die sollten mich jetzt nicht sehen, wenn ich da hingehe. Das ist wieder ein Glitch. Okay. Watch. Well done. Node is deactivated. Alle in Overwatch. Ich brezel den sowas von weg. Erst durch die Tür kommt, egal was es ist. Selbst wenn das ein Mac-Tweet des Todes ist, ist er tot. Steady, steady. So, komm her. Ernsthaft. Komm nicht raus. Okay. Da. Verstanden, Commander. Dann machen wir es jetzt wie am besten. Ich könnte ja mit einem Teil in Overwatch gehen und die Tür aufmachen. Dass wir auf sie schießen, bevor sie in Deckung können. Das heißt, ich gehe mit. Tierentdeckung. Overwatch. Mit Tier-Overwatch. Mit. Tier-Overwatch. Die warten auf Ziele. Ja, du bist hier nicht in einer wirklich guten Position. Du wartest. Das macht jetzt die Tür auf. Feuer, das wird wehtun. Hallo du. Bye bye du. Nö, also ich müsste jetzt eigentlich die nächste Tür aufmachen, aber dann. Ich konnte jetzt einen töten, ohne dass die sich dagegen wehren konnten. Das verbuche ich mal so bei mir. Ich mache jetzt das Overwatch-Spielchen und nächste Runde öffne ich die nächste Tür. Zu Weihnachten. Warum können wir doch da irgendwie nicht richtig rübersehen? Oder ist da keiner im Raum drin, in dem Winkel? Ah, 84%. Sind hier schon zwei von Trupp 1. Fehlt noch ein bisschen was, ne? Und ich glaube, ich öffne jetzt erst und mach dann den Rest. Also nicht wieder mit dem Vor-Overwatch. Ich will lieber flexibler sein, wo ich ist. Ernsthaft? Scouten bitte. Also scannen. Da ist ein Trupp. Ah, nee, der ist genau draußen. Der ist irgendwo hier. Die anderen haben sich zurückgezogen. Ja gut, dann rücken wir vor. Okay. Dich mit. Und dann Power Node down. That'll buy you some time. Der Nahkampffähigkeit kann auch schießen, dass er nicht in Overwatch geht. I'm on the move. Ich würde ungern da rumgehen. Das könnte dann sein, dass da was aufgedeckt wird. Aber hier hochhangeln klingt nicht schlecht, um die Bombe noch mitzunehmen. Da an der Seite noch irgendwo hoch? Nein, aber es geht drinnen hoch. Ich könnte drinnen einfach hinlaufen und dann da hochklettern, dann komme ich da raus. Weil der Sniper ist da hinten jetzt völlig. On the move. Nein! Ich wollte den anderen Sniper. Understood. Moving out. Den Sniper wollte ich vorwärts bewegen. Aber dann klettern halt beide da hoch. Mir soll es recht sein. Du bleibst weiterhin, falls von da was kommt. Mit Rigola ora.
Okay. Das Ganze müssen wir gestaffelt machen, damit wir nicht alle auf einen schießen. Ja, da draußen sind Trupp. Das ist richtig. Gerade irgendwo eine Tür aufgetreten hat. So, Sniper. Stepping off. Nichts aufdecken, bitte. Oh, okay. Engaging. Ah, ist okay. Zwei Floater, ein Turm. Dann kann ich leben. Gleich da vorne an die Wand. Ja, wir machen jetzt die Tür auf, dann können wir eh alle ballern. Okay, das heißt, du gehst jetzt hier hoch. Da an die Ecke. Ach, du hast die Beinchen, ne? Sehr gut. Dann bitte. Gut, siehst alles. Hallo. Kannst du aber gar nicht wirklich sehen. Du stehst da nämlich gar nicht. Problem ist, wenn ich jetzt hier hingehe, ich glaube, hier ist auch noch ein Trupp. Den würde ich ungern aufdecken. Vielleicht kann ich ja von hier aus auf den schießen. Genau. Das könnte jetzt schon Trupp 1 komplett gewesen sein. Dann könntest du bitte das Tor aufmachen? Das Tor geht gar nicht an. Ah ne, hier ist noch ein Abkömmling von Trupp 1. Gucken, ob den Overwatch auslöst. Ja. Gut. Den hätten wir also auch. Flash. Bang. Auf die klappt nicht wirklich. Nein. Aber ich kann hier in Overwatch gehen, falls sie wieder drüber fliegen. Achso, jetzt kann ich ja auch Run and Gun. Moving to fire in position. Da hinten. Oh. Das sind doch ein paar mehr Trupps. Hätte ich so jetzt nicht erwartet. Aber das Wichtige ist eigentlich der da wegen Granaten und Deckung. Okay. Nächster Schritt. Sich dahin stellen, ohne Deckung nach Norden, um dann auf einen der Seekers zu schießen, wenn er versucht, den da zu strangulieren. Kommst du da vielleicht durch? Nein. Ja, dann hier Overwatch, ebenfalls den Seeker vielleicht eben zu erwischen. Jetzt wird das eine interessante Runde. Sniper. Nein! Oh, beep, beep, beep. Beep, beep, beep. Nicht gut. Vera ist down. Meine Trefferchancen sind grottig mit 31%. Glück, ja. Okay, einer ist im Stealth. Kein weiterer Schießen, kein Nahkampfschuss, kein gar nichts. Oh, und noch ein Trupp. Also jetzt mal eben das innerhalb von 3 Runden, oder wie auch immer, wie lange sie blutet, abzuschließen, ist nicht wirklich machbar. Wir müssen also hoch. Wir müssen sie stabilisieren. So. 5. Super. Und dann schießt du bitte hier oben auf die. Haben wir vorhin noch einen Scout?
Ding. Einmal trotzdem vor noch ein Scout. Ja, ich know. Da bitte hoch, den antingen und vermutlich töten. Weil du direkt unter ihm stehst. Ja, 86%. Komm. Okay, hält ein bisschen mehr aus. Aber der Medic wird das jetzt schaffen. 100%. Nein, 70%. Komm. Zack. Sauberer Schuss. Ciao, ciao. Dann kannst du... Oh, 93. Dir. Ernsthaft? Du... Du wurdest gerade umgeschossen. Du hast ein Loch faustgroß durch deinen Körper durch. Von einem Plasma-Projektil. Du wurdest vollgestopft mit irgendwelchen Drogen, stehst jetzt auf und sniperst zu 100% Gegner weg. Achso, die kannst du nicht, weil es eine Bewegung war. Aber sie könnte für 100% treffen. Das überrascht mich halt. Steady. Was soll das jetzt? Warum werden die jetzt aufgedeckt, dadurch, dass er stirbt? Alle komischen Kauze hier. Affirmativo. Tag. Nein. Den kriegen wir nicht raus. Du bist schon angeschlagen, ne? Moving out. 90% für den. Ja, dann hau ihn weg. Also Scout mit viel zu wenig Prozent auf... Genau, mit viel zu wenig Prozent. Ich könnte Flash mal nutzen. Ich weiß noch nicht, wohin er dann läuft. Das müsste ich jetzt vorher irgendwie... Das heißt, du gehst hier... Rücke aus! Jemanden, der overwatchen könnte? Nee. Das ist nur ein Flash. Lohnt sich dann nicht. Nee. Lieber vor. Du gehst hier. Oh, lad lieber nach. So. Und du blendest den. Dass er dann hoffentlich auch keine Granaten einsetzt, um ihm den Hintergrund wegzusprengen. Gut. Unser Sniper ist in Gefahr, wenn der... unser Sniper ist einfach in Gefahr. Ich würde sagen, wenn der Floater hochfliegt und da raufhält. Komm raus, komm raus. Ja, genau. Ah, das ist gut. So von der Reichweite her zu viel von hier aus bis zum... Sniper hin. Die haben da echt gute Positionen. Ja, oh. Mach ich ja. Schöne Heilung. Du kannst eine kostenlose Heilung machen, richtig? Ich muss immer das nachgucken. Paramedic, ja. Auch wenn er eigentlich da unten eher heilen sollte, ich weiß. Aber ich... Ich muss jetzt gucken, wo ich welche Schüsse setze, weil ich kann den hier hinten auf jeden Fall töten und ich kann auch ein oder zwei von denen töten, aber die Reihenfolge ist halt wichtig. Du könntest hier hinten gar nicht helfen, das ist schon mal interessant. Aber ich brauche dich eigentlich hier, um die Trefferchance von denen zu erhöhen. Da oben müssen weg. Also ich würde sie eigentlich ganz gerne nutzen, um einen von denen zu töten, ja. Dich. Oh.
dem Executioner Perk, genau. Schade. Genau, du musst dich jetzt um hoffentlich jener kümmern. Okay, anders, Run and Gun. Eine mit tödlicher Geschwindigkeit. Ziel bestätigt. Da hoch und ihn damit Run and Gun erledigen. Problem ist, dass er den Rücken geschossen bekommen kann von dem anderen Gebäude aus, wenn das von der Reichweite her hinhaut. Durch den Floater. Nein, du gehst bitte dahin. So, 51% ist eine Chance, ja. Oh, gute Chance. Bleibt jetzt nur noch er. Und ihn könnte ich eventuell jetzt töten. Wenn der Schuss gut sitzt. Bei weitem nicht. Oh, was ist denn da los? Es kam gerade unerwartet. Ich habe keine Ahnung mehr. That'll buy us a little more time, but you still need to find that bomb. Ja, jetzt nicht auf meine Soul, nicht auf meine Soul. Oh ja, okay, vorbei. Okay. Das sollte es jetzt eigentlich gewesen sein. Du da vorne. Zieh dich mal zurück und lad nach. Lass dich heilen. Nur für den Fall, dass doch noch irgendwo ein Sieger rumgeistert oder was auch immer. Okay. So, die Hauptbombe wird hier drin sein. Nein, nicht da so komisch rumlaufen. Ich habe gesagt, da muss es hingehen. Da ist sie. Ich glaube nicht wirklich dran, aber falls doch jemand auftaucht, dann bitte da die Brüstung. Steady. Steady. Rock'n'Roll. Dann sollte man heilen lassen. Wo wir gerade dabei sind. Halt, oh. That's the bomb. You'll need to get next to it in order to disarm it. Job's nearly done. Clean up any remaining resistance before coming home. Objective updated. Heads up, Strike One. We're picking up some strange readings near your op zone. Keep an eye out for hostile forces. Also kommen jetzt Verstärkungen. Ich muss mich also entsprechend positionieren. I'm on it, Commander. Auf dem Dach wäre eigentlich am besten. Aber ich denke, wir mit den meisten einfach so stehen bleiben wie jetzt. Ist vorher noch eine kostenlose Heilung. Nimm du mal die Ecke da. Dann hast du zwar nur einen Schuss, aber das könnte schon reichen. Ein bisschen weiter an die Wand, damit wir da auch jemanden haben. Und ja, die Sniper. Gehen nicht in Overwatch. Die streue ich ein kleines bisschen auf. In der Hoffnung, dass sie da mehr Gebiet abdecken können.
dich dahin. Also ist, dafür, dass wir jetzt nur eine Runde Zeit haben zur Vorbereitung, glaube ich, eine ganz gute Verteilung. Und sie landen. Auf dem Dach. Ein Glasdach. Nee, kein Glasdach. Alle? Das macht's praktisch, der ist tot. Wir hatten Finn ein Leichenproblem, ne? Jetzt bald nicht mehr. Habt ihr es bald? Okay. So, ich würde ganz gerne. Oh, nicht da hochlaufen. Ich muss erst mal ein bisschen Overwatch auslösen. Probieren wir es mal. Ich kann da nicht rüberschießen, oder? Kannst du darüber schießen? Ja, du bist ein Sniper, du kannst natürlich. Na, probier's. Da. Erster Lightning Reflex. Das ist sehr gut. Brauche noch ein paar mehr davon. Okay. Und er kann sogar schießen. Sehr gut.